herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Far Cry 4! Wer irgendwas fragt, macht das auch? Hallo, was fragt ihr drin? Oh, es sind scheiß Schlangen! Ach du Scheiße! Ach du meine Fresse! Also, nee. Schlangen ist jetzt echt eklig. Ich würde schon sagen, kann man es nicht lesen? RA Memo. ZHD CPL Sing. Unsere Späher berichten von Cobrel. Unsere Späher berichten von zunehmenden Aktivitäten des Goldenen Pfades in der Region. Also stellen Sie sich meine Überraschung vor, als ich an diesem Turm vorbeikam und vollkommen unbewacht vorfand. Dem überall herumliegenden Leergut nachzuurteilen, haben Ihre Männer sich hier oben anscheinend gut amüsiert. Lassen Sie sich von der Niedergeschlagenheit in Tölpan nicht in Sicherheit wiegen. Die Bedrohung durch den Goldenen Pfad ist sehr real. Bringen Sie Ihre Männer auf Zack. Lange lebe König Min. Leutnant Ramdan Sandar. Oder irgendwas. Jetzt faucht hier aber nichts mehr, ne? Ich will kein Gefauchen hier mehr hören, ne? Tod, Schlange. Nein, wir geben uns nicht am Arsch. Wer labert das eigentlich? Der würde ich gerne mal was erzählen. Oder vielleicht wird sie als gezwungen, was sozusagen. Aber es hört sich nicht sehr gezwungen an. Es hört sich eher so an, als würde sie dahinter stehen. Das gefällt mir nicht. Wir sind hier ein paar Lootboxen. Hallo. Wir werden oben. Auf Einmischung in offizielle Einsätze der Royal Army steht die Todesstrafe. Wer solch rebellische Verbrechen für schuldig befunden wird, wird umgehend standrechtlich erschossen. Denken Sie daran, die Royal Army steht an der vordersten Front, um Kyrat gegen Terroristen und Kriminelle zu verteidigen. Möge Pagan den Pflichtlichen sie alle erleuchten. Macht euch jetzt aus, du. Du
jetzt wieder hier dieses Propaganda-Bildchen. Wo bin ich? Wie soll man denn da rankommen, ehrlich? Wie? Gut gemacht. Mach weiter so und dann kommt da gar nicht ran, oder? Der ganzen Region. Ganz vorsichtig runterrutschen. Ach, jetzt stell ich mich so an. Oh, arme Boris. Das ist, glaube ich, hinterm Stein. Na gut, dann will ich mal das hier abchecken. Ups, so. Habe ich Spritzen verbraucht. Komisch sei die Propagandasendung. War das schon? Junge. Ich muss hier weg! Ja, hier ging es gar nicht lang, ja, völlig recht. So, Leute umfahren ist hier gar nicht mal so einfach. Ich versteck mich gar nicht, ich fahre hier voll auffällig rum. Ach, guck mal, hier ist die Familie da. Gucken wir uns das mal an. Hi. Ich will mal ein bisschen hier looten. Ich finde es einfach, an den Feind beim Rückzug zu töten. Echt viel? Hallo? Hallo? Hoch. Nein, da nicht hoch. Hallo? Ich wünschte, wir hätten Bomben. Das ist so ein Ding zum Hochgehen, oder nicht? Feind nicht sterben sehen. Oder hören. Ach, hier geht's hoch und hier ist nicht so ein Ding dran, aber. Verarschen. Was ist jetzt? Ja, hast du nicht verstanden, dass sie runter will. Ist sie unter uns? Irgendwas zum Runterlaufen? Guck mal da. Falsche Taste. Geheimgang. Ganz klar. Ah ja. Heute Tasche fast voll. Fast voll heißt es noch nicht, dass. Okay, kommt irgendwas voll. Ich bin weggeglitscht. Die Autos sind schwerer zu fahren, als man denkt. Kann ich jeder so perfekt machen wie eine der andere? Also ich kann es nicht so perfekt machen. Wir müssen die Beuteltasche ausleeren. Da, 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 da. Aber erst fahren wir zu diesem Propagandazentrum. Sind wir vorne lang gefahren. Propagandazentrum. Hi. Propagandazentrum ist ein Propagandaplakat. Ist noch tief genug, dass ich das machen kann. Beinchen! Eine Haut.
auf Wildschweinhaut. Papa, scheiße, Mann. Dein Ernst. Kann ich dich suchen? Und deshalb, meine kyratischen Brüder und Schwestern, esst ihr bitte niemals, niemals Krabbenrangoon in Kyrat. Ich bin Robbie Ray Runner und ihr hört im Moment den... O-M-G-A-J-Gale. Na, leck mich doch am Arsch. Ich würde dir gern die Hand schütteln. Ich hab dich eine Weile beobachtet. Du leistest wirklich tolle Arbeit. Du bist also der Typ aus dem Radio. Ja, das bin ich. Die Stimme vom Sender Freiskyrat. Robbie Ray Runner. Du kämpfst mit deinen Muskeln, aber ich mit Worten. Mhm. Und du kennst das alte Sprichwort, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Ja. Ich meine ehrlich, ich bin wie Rush Limbaugh, aber mit Seele und Gewissen. Außerdem, je mehr Leute sich von Pagan abwenden, desto weniger musst du töten. Dem kann ich nicht widersprechen. Tja, meine Möglichkeiten hier sind begrenzt. Ich verbreite die Wahrheit und mache die Lügner einen Kopf kürzer, aber einer muss die Drecksarbeit machen. Und sieh uns nur mal an. Klar, Choto ist dreckig, aber richtig aufmischen können wir keinen. Unsere einzigen Waffen sind Wasserpistolen und komm schon, Mann, deshalb hab ich auch diese Radioshow. Du hast die breiten Schultern und den Bizeps, um draufzuhauen. Du hast Propagandaposter abgerissen, das ist super, aber Pagans Propagandamaschine legt als Antwort noch einen Zahn zu. Seine Männer richten temporäre Propagandazentren ein und die verbreiten rund um die Uhr neue Lügen. Und was sollen wir tun? Siehst du diese Hardware? Hab ich selbst gebaut. Glaubst du, Choto hilft dir? Kommen sie ihn dir an, ein echter Grobmotoriker! Der Typ ist praktisch nutzlos. Damit überwache ich die Funkfrequenzen der Royal Army und konnte eines dieser Zentren aufspüren. Und ich sorge dafür, dass es den Betrieb einstellt. Herz und Verstand, AJ. Herz und Verstand. Es darf nicht sein, dass Pagan die Leute mit diesen Lügen vergiftet. Und dann hört die Propaganda auf? Nein, Mann, weit gefehlt. Aber keine Sorge, ich finde neue Propagandazentren, sobald sie entstehen, und schicke dir dann die Details zu. Bis dahin solltest du tun, was du am besten kannst. Zieh los, zeig's den Kerlen, Mann. Mach das erste Zentrum platt. Oh, shit. Ich muss weitermachen. Hey, danke dir fürs Vorbeischauen. Choto, mach ihm einen Chai. Los doch! Okay, sorry, das ist kein Fünf-Sterne-Hotel, aber wir tun, was wir können. Ist die heiß? Brauchst du frische Luft? Verdammte Scheiße nochmal. Sorry, man kriegt hier nicht raus, wie in einem Hitzeschrank, ist wie in Guantanamo Bay hier drin. War toll, dich zu treffen, Mann. Hey, wir sind zurück. Ihr hört Freiskyrat mit Rabbi Ray Runner und wir haben Fragen von unseren treuen Zuhörern erhalten. Die hier kommt von Janina. Sie schreibt uns Folgendes. Choto angucken. Wer ist Choto? Wow. So. Gut, ich kann da also nicht hin, weil ich erstmal. Ich kann. Passt nicht auslernen, weil ich erstmal. Mal hin. Uns auslernen müssen. Das sollten wir einnehmen. Eine sehr gute Idee. Ein Handelsding? Keine Ahnung. Sehe ich nicht. Auch irgendwo hier oben Handelsding haben wir aber nicht. Dann reise ich halt dahin. Nein, ich wollte schnell Reise machen. Ja. Natürlich gibt es den Handelsding, weil wenn man diesen Insel spawnen. Null? Achso, weil voll ist. Dann kaufe ich mir halt jetzt die haben. Ich hab das Geld. Kaufe ich mir jetzt hier. Hab ich schon gekauft. Ich muss mir irgendwas kaufen. Munition. Gegenstände. Heilspritzen. Ja, okay. Körperpanzer. Ja, okay. Karten. Alles her damit. Am Anfang dachte ich mir so, boah, das ist noch teuer, ne? Und jetzt habe ich hier so viel Geld am Start, dass ich nicht mehr weiß, wohin damit. Weil es kann.
will die gar nicht ausrüsten, aber danke. Also. Wie kann ich denn hier so aufsetzen und so? Haben wir alles in Gold, ja, ne? Ja. Ruf damit. Oh. So, dann haben wir wieder was reingekriegt. Nice. So schön ist das. Ja, das wollte ich gar nicht sagen, aber das ist schön. Geil, oder? Geil. Geil. Wollen wir das so übernehmen? Wollen wir tun. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Hau rein.